neuer Mitspieler, eine neue Schlacht. Herzlich willkommen zu Let's Play Saga. Wir kämpfen uns weiter durch das Buch der Schlachten und starten heute mit dem guten Torben einen Eroberungsfeldzug. Meine Miletus Christi werden von den Byzantinern herausgefordert, die das Spiel beginnen werden. Ziel des Spiels ist es natürlich am Ende die meisten Punkte zu haben. Dafür werden 5 Runden gespielt, eventuell 6. Jeder Spieler platziert 2 Marken in der gegnerischen Spielfeldhälfte und am Ende des Zuges ermittelt man die Punkte, je nachdem welche Marke man kontrolliert. Dabei sind Marker in der eigenen Spielfeldhälfte nur die halbe Punktzahl wert und in jeder Runde gibt es eine Punktzahlbegrenzung. Das sind 3 in der ersten, 6 in der zweiten, 9 in der dritten und so weiter. Es werden keine Vernichtungs- oder Überlebenspunkte gezählt. Torbens frisch zusammengebaute Byzantiner werden von einem berittenen Kriegsherrn in die Schlacht geführt, flankiert von jeweils 4 Veteranen, ebenfalls beritten, 12 Bauern mit Bögen und seiner legendären Veteraneneinheit, die Varägergarde. Meine Miletus Christi haben einen berittenen Kriegsherrn, eine Einheit aus 6 berittenen Veteranen. Im Feld haben es sich 12 Krieger mit Armbrüsten gemütlich gemacht. 6 weitere berittene Veteranen sind auf der Flanke zu finden. Und direkt daneben noch einmal eine Einheit aus 12 Kriegern. Ein kleiner Blick über das Spielfeld zeigt uns, wo die Marker postiert sind. Ich habe in Torbens Hälfte dort einen platziert, Torben bei mir hier. Seinen zweiten hatte direkt neben meine Veteranen liegen und mein zweiter liegt auf seiner Spielfeldhälfte ebenfalls ziemlich am Rand. Torbens Byzantiner haben den ersten Zug und schmeißen 3 Sagerwürfel. Klassisch ist der erste Zug geprägt von Truppenverschiebungen. Dadurch, dass Torben etwas weiter am Spielfeldrand aufstellen musste, hat er natürlich nun erstmal ein bisschen mehr Weg zu gehen. Platziert sich aber bereits am ersten Marker. Er achtet sorgfältig darauf, dass sein Kriegsherr in Reichweite seiner Veteraneneinheiten bleibt und zieht als Backup seine Bogenschützen nach. Seine Verrägergarde bewegt sich ebenfalls nach vorne. Als er seinen Zug beendet, generiert er bereits die ersten 2 Punkte. Das setzt sich wie folgt zusammen. Er kann in dieser Runde maximal 3 Punkte erreichen. Die Einheit, die den Marker kontrolliert, ist zwischen 4 und 6 Modelle groß, was 2 Punkte gibt. Da es sich zudem um Veteranen handelt, gibt es einen extra Punkt. Allerdings ist es ein Marker, der von mir in seiner Spielfeldhälfte platziert wurde, weshalb die Punkte halbiert werden. Zum Schluss werden diese aufgerundet und ergeben so die 2 Punkte. In meinem ersten Zug darf ich alle meine Sagerwürfel werfen. Ich erwische 3 seltene Symbole, was mir ein paar zusätzliche Würfel beschert. Ich spiele Lasset uns beten, um meinen Gebetspool etwas aufzufüllen. Und führe eine Truppenverschiebung durch, um mich besser zu dem Marker zu positionieren. Dann versuche ich etwas mit Fernkampf Unruhe zu stiften. Dazu bewegen sich zunächst meine Armbrustschützen auf Befehl meines Kriegsherrn nach vorn. Und ich aktiviere sie für einen Fernkampf auf Torbens Veteranen. Dabei haben alle meine Modelle die nötige Reichweite. Dann passiert uns schon der erste Fehler, nämlich Torben aktiviert Schilde unserer Kameraden, was er in dem Fall hätte gar nicht machen können, weil seine Veteranen nicht zu Fuß sind. Nun sei es drum. Ich vergesse zudem den Bonus meiner Armbrust, so dass dieser Fernkampf am Ende nur Ermüdung für meine Krieger bringt und ich sie ins sichere Feld zurückbewege. Als nächstes mache ich eine Truppenverschiebung mit meinen anderen Krieger auf der Flanke. Dabei verschiebe ich leider ständig dieses blöde Häuschen. Es ist zum Glück taktisch in diesem Zug nicht wirklich relevant gewesen. Ich
aktiviere sie erneut für eine weitere Bewegung, um mich dem Marker zu nähern. Dieser liegt nun auf der gegnerischen Spielfeldhälfte, ist also recht wertvoll. Und da ich mit 12 Kriegern da dran stehe, wird das auch ordentlich Punkte in der nächsten Zeit geben. Meine zweite Einheit Veteranen rückt ebenfalls etwas vor, um meinen Kriegern Rückendeckung zu geben. Am Ende meines Zuges schaffe ich dann die vollen 3 Punkte für die erste Runde mitzunehmen und gehe somit 3:2 in Führung. Runde 2 Byzantiner. Nun gilt es, maximal 6 Punkte zu holen. Torben aktiviert seine Basileus-Fähigkeit, die ihm zusätzliche Würfel gibt zum Freiaussuchen. Und dann kommt er mit seiner Verrägergarde etwas in Richtung meiner Veteranen. Sein Kriegsherr befiehlt seinen Bogenschützen ebenfalls in Richtung seiner rechten Flanke aufzubrechen. Und dank ihrer eigenen Entschlossenheit kann die Verrägergarde sich nun noch näher zu meinen Kriegern postieren. Er beendet wieder seinen Zug und generiert 2 weitere Punkte. In meinem zweiten Zug kann ich erneut ein paar seltene Symbole würfeln. Ich bete erneut, um im wohl anstehenden Kampf ein paar Verluste zu verhindern. Ich lasse meine Krieger im Feld ausruhen und aktiviere dann meine Veteranen für eine Bewegungsaktivierung, um meinen Kriegern zu Hilfe zu eilen. Auf meine Bewegung hin entfernt Torben mit einer Sagerfähigkeit noch eine Ermüdung von seinen Verrägern. Doch nun spiele ich die Stärke dem Lied des Christi aus und die heißt Bauernschnetzeln. Ich greife also seine Bauern mit den Bögen an. Ich aktiviere Templerkreuz, um ein paar zusätzliche Angriffswürfel zu generieren. Torben kontert mit letzter Verteidiger und nimmt mir wieder Angriffswürfel. Und ich spiele dann endlich die Fähigkeit Deus Vult, um 6 automatische Treffer an seinen Bauern zu verursachen. Daraufhin verstärkt er direkt nochmal deren Verteidigung. Wir tauschen etwas Ermüdungsmarken aus. Und werfen dann die Würfel. Dabei erringe ich insgesamt 14 Treffer. Und Torben schlägt mit einem Treffer zurück. Durch die Fähigkeit die Schilde unserer Kameraden gelten die Byzantiner als in harter Deckung. Dennoch gelingt es mir, 7 Bauern auszuschalten. Als nächstes aktiviere ich meine Krieger zum Ausruhen. Am Ende meiner Runde kann ich erneut 2 Punkte für meine Veteranen generieren und endlich auch die ersten Punkte für meine Krieger, nämlich sage und schreibe 4 Stück. Runde 3. Nun muss Torben sich schon beeilen, dass er die 9 Punkte holt. Er holt sich weiterhin kostenlose Würfel und zieht dann seine Verrägergarde in Richtung meiner Veteranen zurück. Nur um sie kurz darauf für einen Angriff auf jene zu aktivieren. Mit im Angesicht der Barbaren darf er Verteidigungswürfel dazu erhalten und sogar wiederholen. Daraufhin spreche ich zur Sicherheit lieber mal ein Gebet. Anschließend klauen die Byzantiner mir Angriffswürfel, woraufhin ich lieber nochmal bete. Wir tauschen erneut Ermüdung aus. Und die Schlacht beginnt. Torben erzielt 7 Treffer. Ich kann mit 8 Würfeln dagegen halten, erziele aber gegen die Rüstung 6 keinerlei Treffer. Meine 7 Verteidigungswürfel gehen ins Leere und so wird meine komplette Einheit Veteranen mit einem Schlag ausgelöscht. Die Verrägergarde hat nicht einen Kratzer davongetragen und Torben bringt nun auch meine zweite Einheit Veteranen etwas in Bedrängnis, indem er sich innerhalb von kurz um den Zielmarker postiert, sodass mir dieser keine Punkte mehr gibt. Als ob das nicht reichen würde, kommt sein Kriegsherr auch noch dazu. Zum Schluss stellt er seine Bauern noch etwas um und beendet seine Runde, womit er wieder nur 2 Punkte erhält. Da mir nun meine Veteranen fehlen, darf ich nur noch 4 Würfel werfen.
Mein Kriegsherr sorgt wieder dafür, dass meine Krieger aus ihrem Feld herauskommen. Woraufhin Torben wieder eine Ermüdung entfernen kann. Und meine Krieger versuchen nochmal ihr Glück im Fernkampf gegen Torbens berittene Veteranen. Natürlich vergesse ich wieder den Armbrustbonus, sodass ich mit 0 Treffern heimgehe. Als nächstes aktiviere ich meine Veteranen, denn ich muss meinen Marker befreien und greife daher ebenfalls Torbens Veteranen an. Ich hole mir mit die Ernte des Herrn weitere Angriffswürfel und auf geht's. Vier Treffer schlagen zu Buche. Natürlich können die Byzantiner zurückschlagen und erreichen 3 Treffer. Allerdings ist ihre Verteidigung nicht so gut ausgefallen. Meine ist allerdings auch nicht viel besser und so erleiden beide Einheiten ordentliche Verluste. Da sich die Byzantiner zurückziehen müssen, ist mein Marker nun wieder frei, um mir Punkte zu geben. Zu guter Letzt möchte ich aber diese Einheit noch vernichten und greife mit meinem Kriegsherrn an. Meine 8 Angriffswürfel erzielen 4 Treffer und der Gegenschlag ist erfolglos. Mit seinen 4 Verteidigungswürfeln schafft er es nicht, die 4 Treffer zu verhindern, sodass seine Einheit ausgelöscht wird. Am Ende meines Zuges bekomme ich 2 Punkte erneut für meine Veteranen und meine Krieger geben jetzt die vollen 6 Punkte. Runde 4, Byzantiner. Die Byzantiner aktivieren sich für einen Fernkampf auf meinen Kriegsherrn. Dabei werfen sie 3 Würfel, treffen einen, den ich entspannt verteidige. Zu guter Letzt greift sein Kriegsherr meinen an. Wir tauschen erneut etwas Ermüdung aus. Und die Byzantiner schaffen 3 Treffer, wohingegen mein Kriegsherr keine Lust hat zurückzuhauen. Mit meinen Verteidigungswürfeln bin ich daher umso besser, sodass ich lediglich eine Ermüdung bekomme. Der Kriegsherr der Byzantiner zieht sich zurück, wobei er in Reichweite der Volkmir-Fähigkeit für seine Veteranen kommt, die es nun wissen wollen und meine Veteranen attackieren. Mit letzter Verteidiger verliere ich erneut Angriffswürfel. Meine Veteranen bekommen 3 Treffer ab und schlage mit 2 zurück. Nach der Verteidigung verlieren wir beide ein Modell und der Angreifer muss sich zurückziehen. Das Feld lichtet sich deutlich. Die Varäger-Garde kommt auch noch etwas näher. Und macht dann das, was sie am besten kann, nämlich sich etwas Streit zu suchen. Nachdem wir Ermüdung ausgetauscht haben, kommen die Angriffswürfel, ganze 16 Stück bei der Varäger-Garde. Daraus resultieren 5 Treffer und meine 12 Krieger schlagen mit 12 Würfeln zurück. Mit einem mickrigen Treffer. Die Würfel sind mir heute echt nicht hold. Meine 5 Verteidigungswürfel retten meine Krieger nicht und erneut ist mir nicht mal der eine Gegentreffer vergönnt. Meine geschlagenen Krieger müssen sich also zurückziehen. Doch die Varäger-Garde hat Blut geleckt und greift direkt ein weiteres Mal an. Die erneuten 16 Angriffswürfel resultieren diesmal in sage und schreibe 9 Treffern und meine 8 Gegenwürfel wieder nur einen.
und auch dieser wird erneut geblockt. Da die Byzantiner sich nun offenbar vom Erobern aufs Töten verlegt haben, generieren sie keine Punkte in dieser Runde. Zeit für mich, in meinem vierten Zug meinen Vorsprung weiter auszubauen. Ich spiele Lasset uns beten, um möglichst viele Einheiten zu retten. Und aktiviere dann meine Veteranen zum Ausruhen. Das gleiche gilt für meinen Kriegsherrn. Anschließend ziehe ich meinen Kriegsherrn noch in die Reichweite des Markers zurück und beende dann meinen Zug, was mir erneut 7 Punkte aufs Tableau bringt. Die maximal erreichbaren 15 Punkte könnten für einen Gleichstand zwar reichen, doch die zu schaffen ist wohl sehr unwahrscheinlich. Deshalb verlegt sich Torben darauf, sein Board noch etwas weiter kennenzulernen und ein bisschen Stunk zu machen. Das geht am besten mit den Varägern, die prompt meinen Kriegsherrn attackieren. Die Byzantiner holen sich weitere Verteidigungswürfel und klauen mir dank eines seltenen Symbols 4 Angriffswürfel. Ich spiele zur Sicherheit ein Gebet und die Varäger greifen an und schlagen meinen Kriegsherrn mit ordentlich Wucht. Mein Gegenschlag verursacht allerdings auch 2 Treffer. Mit 7 Verteidigungswürfeln versuche ich zu ermitteln, ob mein Kriegsherr überlebt, kann sein jämmerliches Ableben leider aber nicht verhindern. Doch ich nehme immerhin noch endlich 2 Varäger mit in den Tod. Der byzantinische Kriegsherr jagt seine verbliebenen Veteranen auf meine Veteraneinheit. Dann aktiviert Torben witzigerweise dieselbe Sonderfähigkeit 2-mal im gleichen Zug. Ich spiele erneut Gebet und die Schlacht beginnt. Diesmal erzielt der Angreifer mal keine Treffer und mein Gegenangriff kann dafür zumindest einen erzielen, der wird allerdings verhindert. Außer Spesen nichts gewesen und so geht's für die Veteranen zurück. Platz für den Kriegsherrn, der es nun ebenfalls versuchen möchte. Wir tauschen wieder Ermüdung aus. Ich spiele Lämmer des Friedens und erhöhe meine Rüstung ebenfalls und zur Sicherheit auch noch Gebet. Der eine Treffer wird automatisch verhindert und mein Gegenschlag setzt einen Treffer, der vom Kriegsherrn nicht geblockt werden kann. Und so muss ich auch der Kriegsherr meinen Veteranen geschlagen geben. Doch natürlich haben die Byzantiner noch nicht genug und so greift erneut die Varägergarde ein. Nachdem wir Ermüdung ausgetauscht haben und unsere Rüstung modifiziert, geht's mit 12 Angriffswürfeln seitens der Byzantiner auf 5 Treffer, wohingegen ich mit 6 Angriffswürfeln und 2 Treffern zurückschlagen kann. Das werden meine Veteranen wohl nicht überleben, aber ich nehme auch noch ein paar Varäger mit ins Jenseits. Nun stehen diese sogar am Marker. Eine weitere Bewegungsaktivierung der Veteranen bringt diese ebenfalls zurück an einen Marker. Das bringt den Byzantinern zum Schluss nochmal 4 Punkte ein. In meiner letzten Runde werfe ich sage und schreibe noch einen Würfel, lasse dafür meine Krieger ausruhen und das war's. Dieser Eroberungsfeldzug geht 24-10 an die Milites Christi. Stellt sich die Frage, was bleibt als Fazit von diesem Spiel hängen? Zum einen finde ich den Eroberungsfeldzug ein sehr cooles Szenario, denn es kommt hier tatsächlich mal nicht darauf an, wer dem Gegner wie viele Miniaturen vom Feld befördert, sondern es geht mehr um die Taktik. Dabei ist das richtige Platzieren der Marker zu Spielbeginn schon die halbe Miete. Die Tatsache, dass man versuchen muss, in jeder Runde möglichst viele Punkte zu erreichen und sich das nach und nach steigert, ist hier auch sehr, sehr spannend. Denn so hat man vielleicht die Möglichkeit, im Nachgang verlorene Punkte der Vorrunden nochmal aufzuholen. Außerdem sind auch die Fragen, ob man einen eigenen Marker einnimmt oder ob man lieber dem Gegner versucht, einen Marker streitig zu machen,
Genau wie die Aufstellungsfrage, stelle ich kleine, wendige Einheiten oder stelle ich große Einheiten, die viele Punkte geben, auf? Hier wirklich sehr, sehr, sehr interessant gelöst. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass wir mit dem guten Torben einen neuen Mitspieler in unserer Runde begrüßen können. Dafür, dass es erst sein zweites Spiel überhaupt und das erste mit den Byzantinern waren, hat er sich hervorragend geschlagen, wie ich finde. Und vor allem bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, mit diesem Video die 100 Abonnenten meines kleinen Kanals zu erreichen. Von daher, falls ihr noch nicht auf den Abo-Button geklickt habt, würde ich mich da sehr drüber freuen. Ich versuche auch weiterhin möglichst interessanten Content zu Saga und vielleicht ein paar anderen Sachen hier für euch hochzuladen. Wollt ihr vielleicht demnächst mal ein bestimmtes Szenario sehen? Wie hat euch denn der Spielbericht insgesamt gefallen? Lasst mir gerne Kommentare da, lasst uns über Regeln diskutieren. Ich freue mich drauf. Euer Richard.